Ja, mir geht es einfach richtig gut gerade. Ich kann es selber noch nicht richtig glauben, weil es sind einfach spezielle Momente bei so einer Teamweltmeisterschaft. Dieses fünfte Spiel immer zu spielen, das ist immer, ja, da gibt es keinen Favoriten, das ist alles offen. Und ich bin einfach froh, dass ich meine Leistung vom ersten Spiel abrufen konnte gegen Jungwoo Jin und An Ye-hoon und bin einfach froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ja, das erste Spiel war ja schwierig. Ich glaube, ich war direkt jeweils in Rückstand geraten. Der zweite Satz war sehr wichtig für mich, den habe ich leider nach 10-8 noch verloren. Ja, aber An Ye-hoon hat super gespielt, hat heute viele Bälle erlaufen aus der Halbdistanz, hat kaum leichte Fehler gemacht. Das hat es mir sehr schwer gemacht, hat viele knappe Sätze dann verloren. Aber am Ende bin ich einfach froh, dass ich das vierte Spiel noch gewinnen konnte gegen Yang und somit Bende nochmal in die Box bringen konnte und er das dann nach Hause fahren konnte. Ja, natürlich ärgere ich mich sehr, dass ich mein Spiel verlieren konnte, aber im Endeffekt bin ich doch glücklich, dass wir jetzt ins Finale gezogen sind. Ich habe ein paar leichte Fehler gemacht, gerade auch am Ende, und ein paar nicht so schlaue Entscheidungen getroffen, aber ja, war in alles in allem ein gutes Spiel, aber ich kann mich noch ein bisschen steigern. Ja, im Endeffekt muss man immer groß denken und das war auch bei mir so und auch bei der Mannschaft so. Wir haben gewusst, wir haben eine schwere Gruppe erwischt gehabt. Wir mussten von Anfang an auch da sein und voll konzentriert sein. Und ja, haben im Endeffekt das auch dann gezeigt, ja auch in den K.O.-Spielen Rückstände aufgeholt. Aber im Endeffekt stehen wir jetzt im Finale. Es war ein großer Fight heute gegen Team Korea. Die haben wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und das hat eigentlich fast keinen Gewinner verdient gehabt, weil es wirklich ein tolles Spiel war mit tollen Ballwechsel. Und ja, wir freuen uns morgen, ein Finale zu spielen. Es kommt nicht so oft vor, in der Karriere von einem Spieler ein Finale bei einer Weltmeisterschaft zu spielen und einfach genießen, aber auch diese volle Konzentration noch mal einen Tag länger. Und wir wissen, wir spielen bis zum Schluss. Das bedeutet, wir sind im Finale und das ist für uns ja, ein Riesending, aber es geht noch weiter. Dann alles